Hallo, ich bin Christoph Weiß. Ich mache für euch heute Crooked Lollipop auf. Ihr braucht für Crooked Nolly Flip auf jeden Fall einen Backside 50, einen Crooked Grind und einen Nolly Flip im Flat. Wenn ihr das alles gut beherrscht, könnt ihr das auf jeden Fall super easy lernen. Crooked Nolly Flip ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr mit eurem Körpergewicht komplett auf der Nose seid im Crooked. Oberkörper parallel zum Körper, damit ihr parallel beim Nolly Flip auch parallel rausflippen könnt, indem ihr dann so ausschnitzt. Die Fußstellung, da müsst ihr eher darauf achten, dass ihr die Zehen eher im rechtlichen oberen Teil habt, dass ihr so drin steht. Und der Crooked parallel zum Oberkörper und zum Körper. Und dann quasi rausflippen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Anreiz geben, den Trick auszuprobieren. Wenn man ihn ein, zwei, dreimal geschafft hat, klappt er auch immer besser. Einfach am Ball bleiben und viel Erfolg.